Strafrecht, das hat Mischa Gabrutsch richtig gesagt. Bin Historiker und Sozialwissenschaftler von der Ausbildung und bin beratend, schreibend im politiknahen Bereich unterwegs, mit Stiftungen vorwiegend. In den letzten Jahren, das bringt der Zeitgeist mit sich, vor allem im Bereich der Flüchtlingspolitik. Ich freue mich, dass wir heute eine historische Dimension unter anderem aufmachen können mit Philipp Theer, den ich seit 2 Dekaden kenne, deshalb werden wir hier gleich nicht per Sie, sondern per Du das Ganze durchspielen. Wir kennen uns aus der Zeit, als Philipp noch in der FU am Zentrum für Vergleichende Geschichte Europas gearbeitet hat. Heute ist er Professor für Geschichte am Institut für Europäische Geschichte der Universität Wien, Schwerpunkt Osteuropa-Geschichte und Nationalismusstudien oder Nation Studies, Nation Building Studies und ist eigentlich Osteuropa-Historiker, aber ich finde, das Label ist zu klein. Er ist Zentraleuropa-Historiker, der die Mitte und den Osten und den Westen dieses Zentrums gut kennt, inklusive seiner westlichen und östlichen Ausdehnung transatlantisch, was die Ausbildung mitgebracht hat, ausgebildet in Bayern, in Berlin und in den USA. Und ich würde behaupten, Philipp, du weißt über den Westen historisch mehr als viele deiner Westeuropa-Kollegen über den Osten wissen. Du hast eine ganze Reihe von Büchern vorgelegt zu sehr unterschiedlichen Themen. Du bist nicht nur Migrations- und Minderheitshistoriker. Nation und Staat, Nation Building und State Formation gehören zu deinen Themen. Du hast aber auch eine kulturhistorische Seite. Die Habil ist eine kulturgeschichtliche Arbeit gewesen über Opernhäuser im 19. Jahrhundert in Zentraleuropa. Die Bücher, die du vorlegst und vorgelegt hast, erscheinen in immer engeren Abständen. Nach der Diss zu Habil hat es, glaube ich, 8 oder 9 Jahre gedauert, dann nur noch 7, dann nur noch 2. Wenn wir das hochrechnen auf die nächsten oder 3 Jahre, auf die nächsten Jahre deiner Karriere, dann wird der Umschlag größer, noch größer, dann wird jährlich ein Buch zu erwarten sein. Bücher, die wohlgelitten sind, sowohl in der Besprechung und bei den Lesern, gute Auflagen machen und ausgezeichnet werden mit Preisen. Philipp hat für das letzte Buch vor dem Buch bei der Leipziger Buchmesse den Sachbuchpreis 2015 gewonnen. Die Habil hat auch Preise bekommen. Wir haben es also mit einem Filetstück der europäischen Historiografie zu tun heute Abend. Der Koch sitzt dort, wird uns das gleich vorstellen für eine halbe Stunde. Ich werde mich dann auf die Rolle des Kellners zurückziehen. Philipp, the floor is yours. So, guten Abend. Herzlichen Dank für diese Einladung ans Einstein-Forum. Und ich freue mich natürlich sehr, dass ich so bald nach Erscheinen des Buchs kommen durfte und jetzt das Buch vorstellen darf und eben auch über die Kenntnis des Moderators. Ja, das ist ja mit den Moderatoren ist es ja unterschiedlich, ne? Mit den Fachkenntnissen. Also ich habe wirklich einen ausgewiesenen Experten und das freut mich natürlich auch besonders. Jetzt gibt es, wie angekündigt, also so etwa eine halbe Stunde Einführung in das Buch, seine wichtigsten Thesen, aber auch gemischt mit einer Art Lesung, also mit Auszügen aus dem Buch. Das Buch beginnt mit 2 Szenen. Ich verrate Ihnen jetzt noch nicht den Zeitpunkt, sondern nur die jeweiligen Orte. Die 1. Szene ereignete sich in Griechenland, die 2. in Berlin-Mitte. Und es ging jeweils um Lager und Massenunterkünfte für Flüchtlinge. Nun werde ich das tun, was Historiker tun sollten. Ich lasse die historischen Quellen sprechen. Zuerst die Eindrücke einer internationalen Kommission, die im Auftrag des Völkerbunds griechische Flüchtlingslager inspizierte. Die Autoren des Berichts rangen beim Anblick dessen, was sie sehen mussten, um Fassung und um Worte. Wie gesagt, das ist wirklich der Anfang des Buchs. Ich zitiere jetzt aus diesem Bericht. Auf der humanitären Seite entzieht sich das Geschehen jeglicher Vorstellung. Nur jene Menschen können versuchen, es zu verstehen, die Not, Elend, Krankheit und den Tod in allen möglichen Formen gesehen haben. Doch das Ausmaß des Desasters war derart präzedenzlos, dass es sogar jenen Menschen eine neue Sichtweise abverlangte.
Zur etwa gleichen Zeit war ein Berichterstatter der amerikanischen Zeitschrift Foreign Affairs auch in Griechenland unterwegs und eben auch in Flüchtlingslagern. Er griff sogar zu Vergleichen mit dem Tierreich. Ich zitiere wieder. Die Flüchtlinge führen eine Existenz wie Füchse. Sie leben in Zelten, Holzbaracken, Schuppen, unter Zweigen, auf Rasenflächen und sogar in Höhlen. Zitat Ende. Nun, für diese Art der Unterbringung war es in Deutschland damals wie heute zu kalt. Doch eine Reportage in der Neuen Berliner Zeitung über das Scheunenviertel schildert eine ähnlich verzweifelte Lage. Ich zitiere wieder. In diesem Logierhaus waren etwa 120 aus dem Osten geflüchtete Juden untergebracht. Viele Männer waren geradewegs aus der russischen Kriegsgefangenschaft gekommen. Ihre Kleidung bildete eine groteske Monteurfetzeninternationale. In ihren Augen war tausendjähriges Leid zu sehen. Frauen waren da. Sie trugen ihre Kinder auf dem Rücken wie schmutzige Wäschebündel. Und Kinder, die auf krummen Beinen durch eine rachitische Welt krochen, knabberten an harten Brotrinden. In den Notquartieren der Stadt Wien war die Situation nicht besser. Nach zeitgenössischen Berichten hausten im Schnitt 25 Flüchtlinge in einer Wohnung und 8 bis 10 Menschen in einem Zimmer. Die Enge, die Armut und die schlechten hygienischen Bedingungen waren ein idealer Nährboden für Flöhe, Bettwanzen und Läuse, die wiederum Typhus, eine heute fast vergessene, damals häufig tödliche Krankheit, übertrugen. Außerdem brachen immer wieder Ruhr, Pocken, Tuberkulose und die Grippe aus. Und so war auch dort der Tod ein allgegenwärtiger Begleiter der Flüchtlinge. In den griechischen Lagern starben nach zeitgenössischen Schätzungen bis zu 70.000 Menschen an Mangelernährung, Epidemien und Seuchen. Nun, der Autor der Reportage und damit zum Rätsel der Zeit, dieser Reportage über das Scheunenviertel, war Josef Roth, der in seinem Leben selbst mehrfach fliehen musste. Seine letzte Flucht von 1933 und deren Ursache, die Herrschaft der Nationalsozialisten, setzten ihm derart zu, dass er sich im Pariser Exil zu Tode trank. Die beiden anderen Quellen stammen ebenfalls aus der Zeit Mitte der 20er Jahre. Sie berichteten vom Elend der aus Kleinasien geflüchteten Griechen. Russen, Griechen und Juden waren die größten Flüchtlingsgruppen der Zwischenkriegszeit. Nach dem Ersten Weltkrieg befanden sich mindestens 7 Millionen Menschen auf der Flucht, im Verhältnis zur Weltbevölkerung eher etwas mehr als im Jahr 2015 und erst recht, wenn man jetzt Europa für sich betrachtet. Wobei man Europa in diesem Augenblick ähnlich wie heute etwas weiter fassen sollte. Das Osmanische Reich gehört historisch betrachtet dazu, beziehungsweise damals eben dann auch schon die Republik Türkei. Nur diese Flüchtlingsströme, wenn diese Metapher aus dem Bereich der Naturgewalten erlaubt sei, waren wiederum ein Rinnsal im Vergleich zu dem, was aufgrund des Nationalsozialismus und nach dem Zweiten Weltkrieg folgte. Während des Krieges befanden sich ungefähr 40 Millionen Menschen auf der Flucht, nach dem Zweiten Weltkrieg weitere mindestens 30 Millionen Menschen, die allerdings nun schon ihre Heimat in den meisten Fällen dauerhaft verloren. Deutschland war besonders betroffen. In den 4 Besatzungszonen mussten etwa 12 Millionen Flüchtlinge untergebracht werden. In den 50er Jahren dann in Westdeutschland weitere 4 Millionen DDR-Flüchtlinge. Man kann daher die junge Bundesrepublik ohne Übertreibung als Flüchtlingsstaat bezeichnen. Übrigens auch die frisch gegründete DDR, die proportional zur Gesamtbevölkerung noch mehr Flüchtlinge aus dem Osten aufnahm. Es gibt noch andere Länder, auf die das zutrifft. Israel beispielsweise war in einem noch viel grundsätzlicheren Sinne ein Flüchtlingsstaat. Nun, bevor ich nun anhand von derartigen Quellen, die man nicht immer gern liest, daher auch in meiner Laufbahn diverse Themen wechsel, bevor ich nun weitere Fluchtvorgänge schildere, möchte ich kurz innehalten und die Struktur des Buches erläutern. Hier sehen Sie den Titel. Nun zum Inhaltsverzeichnis. Das Buch ist in 4 große Kapitel gegliedert, die sich nach einer Typologie der Flucht, aber auch der Aufnahme richten. Kapitel 1 befasst sich mit religiösen Konflikten und Glaubensflüchtlingen. Kapitel 2 mit Flucht vor dem Nationalismus und ethischen Säuberungen, die ich
auch schon mal behandelt mit meinem Buch. Also aufgrund dieses Vorlaufs konnte ich es jetzt in dieser überschaubaren Zeit von 3 Jahren schreiben. Kapitel 3 befasst sich mit politischen Flüchtlingen und dann Kapitel 4 mit Integrationsängsten und historischen Integrationsverläufen. Nun, eine Typologie, das ist ein bisschen abgeleitet aus den Sozialwissenschaften, beziehungsweise der Idee, ein Modell zu bilden, das sind natürlich immer Idealtypen. Es gab selbstverständlich Überschneidungen, sowohl bei den Fluchtursachen, wo es manchmal auch mehrere Fluchtursachen gab, also zum Beispiel eine Kopplung von Religion und Nationalismus. Und natürlich auch auf Seiten der Flüchtlinge, auf denen eigentlich der Fokus ruht in diesem Buch, gab es mehrere bzw. gemischte Motive. Aber diese Typologie habe ich so entworfen, um nicht irgendeiner simplen Chronologie zu folgen und einerseits die wichtigsten Fluchtursachen zu unterscheiden, aber dann andererseits eben die Bedingungen der Aufnahme und der Integration näher zu beleuchten. Und diese Aufnahme und Integration beruhte auch auf religiösen, nationalen und politischen Solidaritäten. Da wären wir beim Thema dieser Reihe und auch deswegen freue ich mich, dass ich heute Abend hier bin. Auf dieses Thema mit den Solidaritäten komme ich gleich bzw. gegen Ende des Vortrags nochmal zurück. Nun, mit der Integration befasse ich mich auch deshalb, weil es mir um das Leben von Flüchtlingen nach der Flucht, nach der Ankunft in den Aufnahmeländern geht. Und das unterscheidet mein Werk von den meisten Büchern über Flüchtlinge, die ich kenne. Meist endet dort die Geschichte der Flüchtlinge mit der Flucht an sich, beziehungsweise dann irgendwo im Aufnahmelager oder bei der Ankunft. Ich habe mich bemüht, die Geschichte und Lebensläufe von Flüchtlingen für die Zeit nach ihrer Aufnahme fortzuschreiben. Also praktisch das Leben danach, das zweite, das neue Leben. Meine Frage an die Geschichte war, wann herrschten den Umständen entsprechend relativ gute Zeiten für Flüchtlinge, wann wurden sie bereitwillig aufgenommen? Wann gab es dagegen schlechte Zeiten für Flüchtlinge, sodass sie abgewiesen wurden, in Auffanglagern festsaßen, zwischen verschiedenen Staaten umherirrten und keinen Zugang zu den jeweiligen Aufnahmegesellschaften fanden? Beim Topos der Integration geht es dann auch um harte Zahlen in den Bereichen Arbeitsmarkt, Wohnen, den Lebenswelten und nicht zuletzt dem Heiratsverhalten. Und auch bei den Fluchtvorgängen bietet das Buch, konzipiert ist es im Prinzip schon als Grundlagenwerk der Flüchtlingsforschung, viele Daten und faktische Informationen. Doch wie gesagt, ich wollte die Flüchtlinge selbst nicht aus den Augen verlieren und habe daher in mein Buch eine zweite Erzählstruktur, ein zweites Narrativ eingebaut. Es enthält 15 analytische Porträts über einzelne Flüchtlinge und deren Biografien. Einige davon sind prominent, doch ich stelle auch diverse unbekannte Flüchtlinge vor, deren Lebensläufe jeweils etwas über die Fluchtursachen, die Fluchtwege, die Aufnahme und im günstigen Fall die Integration verraten. Ich schalte jetzt eins weiter. Hier sehen Sie jetzt die Köpfe meiner analytischen Porträts, wie gesagt, mit Aussagekraft über die einzelne Biografie hinaus, auf die ich nun in einer Art Lesung näher eingehe. Also ich werde Ihnen jetzt ein paar von diesen Flüchtlingen und Fluchtgeschichten, Flüchtlingsgeschichten vorstellen. Die Familie, die Sie jetzt links oben sehen und in erweiterter Form auf dem Buchumschlag, war eine hugenottische Familie. Ich habe sie für eines meiner Porträts ausgewählt, weil es einer der wenigen Fälle ist, in denen ein und derselbe Fluchtvorgang aus der Sicht von zwei Familienmitgliedern geschildert wurde. Und ich lese nun einen Auszug aus diesem Porträt bzw. aus dieser Familiengeschichte. Die Familie Robillard emigrierte 1687 über nicht weniger als 10 Fluchtstationen aus Frankreich nach England und in die Niederlande. Die 17-jährige Tochter wurde mit ihren 3 Schwestern und 2 kleinen Brüdern vorausgeschickt. Sie musste die Geschwister im Alter von 4 bis 10 Jahren in La Rochelle zum Schiff führen, im finsteren Frachtraum ruhig halten, als die königlichen Kontrolleure das Schiff durchsuchten, sowie den Schiffskapitän und Schlepper bezahlen, der die Kinder für 1000 Livre nach England brachte. Obendrein kam es während der 7-tägigen Überfahrt zu einem Konflikt mit dem Schlepper. Er setzte die Kinder, heute würden sie als unbegleitete minderjährige Flüchtlinge erfasst, nicht am vereinbarten Hafen ab,
sondern an einem anderen Küstenabschnitt, irgendwo mitten an der Küste. Nun, hier hatten die 6 Geschwister Glück. Sie wurden von einem Pfarrer herzlich aufgenommen und untergebracht, ehe sie an den ursprünglich vereinbarten Zielort in England weiter wanderten, zu Fuß, und dort auf ihre Mutter warteten. Die Mutter kam erst 3 Monate später an, weil sie das erste Fluchtschiff nach England verpasst hatte. Obendrein musste sie ihr jüngstes Kind, ein Baby, in Frankreich zurücklassen. Die emotionalen Entbehrungen der Familie zeigten sich nach dem Wiedersehen in England. Gemäß beider Erzählungen, der nüchtern gehaltenen der Tochter und der viel emotionaleren der nüchtern gehaltenen der Mutter, Entschuldigung, und der emotionaleren der Tochter, verbrachten sie und ihre Geschwister die erste gemeinsame Nacht, die gesamte Nacht, mit Freudentränen. Nun, mit der Ankunft in England war die Odyssee nicht beendet. Die Familie zog aus Furcht vor den katholischen Stuarts, die bald darauf gestürzt wurden, in die Niederlande weiter, wo nach einem weiteren Jahr endlich der Vater eintraf. Es heißt manchmal, dass Flucht Familien oder auch Flüchtlinge zusammenschweißt. Die Eintracht dieser Familie hielt nicht sehr lange. 2 Jahre später starb der Vater. Die Geschwister zogen in verschiedene Länder. Die Tochter zerstritt sich mit ihrer Mutter, später dann über das Erbe, aber zunächst vor allem über die fehlende Anerkennung für ihre Rolle als unfreiwilliges Familienoberhaupt während der Flucht. Ende dieses Ausschnitts, beziehungsweise dieses Porträts, was aber insgesamt noch länger ist. Und Sie sehen hier auf diesem PowerPoint-Slide das Bild einer zweiten Familie in der Reihe weiter unten. Sie zählte zu den zahlreichen Fällen in der Geschichte, in denen die Flucht scheiterte. Es handelt sich hier um die deutsch-jüdische Familie Dublon aus Erfurt, die zwar im Frühjahr 1939, also ein großer Zeitsprung, ein Ticket für die Überfahrt nach Amerika auf dem bekannten Passagierschiff St. Louis ergattert hatte, dann aber keine Aufnahme in Kuba oder den USA fand. Die Geschichte dieses Schiffes ist relativ bekannt. Es kreuzte vor der Küste von Kuba, dann vor Florida, wurde nach Europa zurückgeschickt. Und auch die Dublons mussten eben nach Europa zurückkehren, wurden dann letztendlich in Belgien aufgenommen, integrierten sich dort eigentlich zügig. Das weiß man unter anderem aufgrund eines Tagebuchs von einem der Familienmitglieder. Aber dann kam eben der Einmarsch der Wehrmacht. Die Familie wurde nach Auschwitz deportiert und starb dort, komplett ausgelöscht, eine ganze Familie. Der Kopf neben den Dublons, rechts daneben, zeigt einen spanischen Bürgerkriegsflüchtling. Den habe ich in einem Familienarchiv ausgegraben, im Prinzip so eine Kiste. Und er flüchtete wie etwa 1 Million Republikaner in den Jahren 37 bis 39 nach Frankreich, eher sehr spät. In Frankreich wurden diese Republikaner zunächst relativ offen aufgenommen, aber dann gab es eine Art, nun ja, Phasenverschiebung. Es gab verschiedene Phasen. Also erst eine Phase, wo man noch relativ offen war, dann wuchs die Skepsis auch, weil die Flüchtlinge immer mehr wurden, und dann schließlich überwog eindeutig die Ablehnung. Das hing auch mit politischen Veränderungen zusammen. Erst gab es eine Volksfrontregierung und dann eben einen Regierungswechsel, unter anderem wegen der vielen Flüchtlinge und weil man sich nicht einig wurde, was man ihnen machen kann. Und dann kam eben eine Mitte-Rechts-Regierung dran, mit Daladier, der natürlich auch das Münchner Abkommen unterschrieben hat. Nun ja, also dieser junge Mann, der landete in einem Flüchtlingslager. Also die Flüchtlinge wurden 1939 dort interniert. Diese Lager hießen auch bereits Konzentrationslager, wenngleich sie nicht dem Zweck der Vernichtung dienten. Und von dort aus wurde er im Herbst 1939, wie die überwiegende Zahl der Flüchtlinge, nach Spanien repatriiert. Repatriiert ist übrigens in diesem Fall natürlich ein Euphemismus. Gut, beziehungsweise schlecht in diesem Fall. Er wurde von den Frankisten in Empfang genommen, in Spanien in ein wirkliches Konzentrationslager eingesperrt und dort etwa ein Jahr später ermordet. Es gibt ja eigentlich noch ein Opfer dieser gescheiterten Flucht, was nicht abgebildet ist. Das älteste von 5 Kindern, die in Spanien zurückgeblieben waren,
mit der Frau und eben dann der Witwe, erkrankte an Tuberkulose und starb mit 16 daran, weil die Mutter nicht die Einkünfte hatte, um Medikamente zu bezahlen. Also insofern gab es einige Jahre später eigentlich noch ein totes Familienmitglied. Noch weiter rechts komme ich zu einem weiteren Flüchtling vor dem Faschismus und Nationalsozialismus. Vielleicht kennen einige noch dieses Gesicht, Manes Sperber. Der ist natürlich sehr bekannt. Er schrieb in 3 Bänden Memoiren, die auch sein Leben auf der Flucht und verschiedene Integrationsversuche behandeln. Und ich lese nun aus diesem Porträt, also Anfang des Ausschnitts. Im Ersten Weltkrieg flohen die Sperbers 4-mal unter abenteuerlichen Umständen vor der russischen Armee, ehe sie beim 5. Mal endgültig ihre Koffer packten und nach Wien zogen. Dort kam die Familie in einer kleinen, verwanzten Wohnung in der Leopoldstadt, dem Juden- und Flüchtlingsviertel, unter und verarmte rasch. Hunger gehörte ebenso zum Alltag wie das Frieren im Winter. Die Eltern und die 3 Söhne versuchten mühsam, sich mit Heimarbeit über Wasser zu halten. Sperber fasste seine schwere Jugend wie folgt zusammen. Ein Zitat. Zwischen 1916 und 1918 sollte ich es in zahllosen Einzelheiten im Absinken von Stufe zu Stufe erleben, dass jeder Fall einen anderen tieferen auslösen kann, dass der Abgrund keinen Grund hat. Sperber konnte erst verspätet ins Gymnasium eingeschult werden, wo er ein Außenseiter blieb und von einem antisemitischen Lehrer gepiesackt wurde. Er schaffte die Schule nicht, wohl auch wegen der Tuberkulose, die erst nach vielen Jahren und einem längeren Sanatoriumsaufenthalt ausheilte. Die Erfahrung der Entwurzelung prägte den politischen Werdegang Sperbers. Nach einem kurzen Flirt mit dem Zionismus wandte er sich dem Kommunismus zu und versuchte dort eine geistige Heimat und auch Freunde zu finden. 1931 reiste er in die Sowjetunion, wo er statt des erwarteten Paradieses der Arbeiter und Bauern eine verarmte und brutalisierte Gesellschaft vorfand. 1933 wurde er in Berlin von der SA und Polizeikräften verhaftet. Dank einer Intervention der polnischen Botschaft wurde er nach 5,5 Wochen aus dem Gefängnis entlassen. Er reiste nach einem kurzen Aufenthalt in Prag nach Wien, wo er sich aber nicht mehr so recht zu Hause fühlte, zog für einige Zeit nach Zagreb. Von dort aus machte er sich auf den Weg nach Paris, wo er den Rest der 30er Jahre verbrachte. Sperber kam dank seiner Tätigkeit für Exilzeitungen und Verlage einigermaßen über die Runden, musste aber sehr bescheiden leben. Ein Besucher hielt einmal fest, was in seiner Unterkunft, einem dunklen und engen Hotelzimmer im Quartier Latin, wo ich einen Teil dieses Buches auch geschrieben habe, was dort stand. Ein Tisch, ein Radio und ein Kocher. Aufgrund seines Sprachtalents und Charismas fand Sperber Anschluss an die Pariser Intellektuellenszene und freundete sich mit André Malraux an, was ihm einige Jahre später das Leben rettete. Trotz dieser äußerlich gelungenen Integration äußerte sich Sperber wenig freundlich über seine Umgebung. Die radikale Gleichgültigkeit des Parisers, ich zitiere ihn jetzt hier aus seinen Schriften, seine entschiedene Abneigung, in die Existenz eines Fremden einbezogen zu werden oder diesen in seine eigene Existenz eindringen zu lassen, diese Haltung gewährt jedem Einzelnen eine persönliche Freiheit, deren Gleichen man sonst kaum anderswo kennt. Sie kam den Verbannten zugute, aber sie ermöglichte auch, dass die Ärmsten, die Einsamsten oder ihnen zugrunde gingen, dass sie unter freiem Himmel mitten unter vielen Menschen auf den Pflastersteinen ertranken, ohne dass sich auch nur ein einziger Passant umdrehte. Ende des Ausschnitts. Nach dem Hitler-Stalin-Pakt sagte sich Sperber vom Kommunismus los und meldete sich freiwillig zur französischen Armee, wohl auch, um auf diese Weise die französische Staatsbürgerschaft zu erhalten. Nach seiner Demobilisierung versteckte sich Sperber fast 2 Jahre lang in Südfrankreich, wo seine Frau, eine lettische Jüdin, im Juni 1942 einen Sohn gebar. 3 Monate später vertraute er sich nach einer Warnung seines Freundes Malraux einem Schlepper an, den über die Berge in die Schweiz schmuggeln sollte. Der Schlepper ließ den Flüchtling jedoch abends an einer Weggabelung zurück. Orientierungslos und vor Erschöpfung schlief Sperber am Wegesrand ein. Im Morgengrauen fand er dann den Weg in die Schweiz. Nach seiner Ankunft wurde er in einem gefängnisartigen Lager interniert. Seine Frau und sein kleiner Sohn, denen 2 Wochen später die Flucht gelang, lebten mehr als ein Jahr lang in einem anderen Lager. Die
Trennung und all die Strapazen setzten Sperber derart zu, dass er an einem Zwölffingerdarmgeschwür erkrankte. Nach der Entlassung aus dem Spital nahm ihn aber eine Züricher Pfarrersfamilie auf. 1944 konnte die Familie endlich wieder vereint eine kleine Wohnung beziehen. Noch ein Jahr später war der Krieg vorbei und die Sperbers zogen zurück nach Paris. Obwohl sich der ewige Flüchtling nun endlich dauerhaft niederlassen konnte, verwandte er nie den Verlust seiner vielen Freunde in der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Seine Romane und seine ebenso lebenswerten Memoiren, die in ihrer Sprachgewalt und Bildhaftigkeit an Stefan Zweig erinnern, blieben von einer tiefen Melancholie durchzogen. Ende des Porträts bzw. dieses Leseausschnitts. Es geht im dritten Teil meines Buches sehr viel um den Kalten Krieg und wie dargestellt um politische Flucht. Weil das unsere heutige Vorstellung von Flüchtlingen und das internationale Recht prägt. Und auch hier kann ich Ihnen ganz kurz eine weitere Person vorstellen. Das Bild kennen Sie wohl, doch vermutlich nicht die Biografie. Es handelt sich bei dem jungen Mann, den Sie jetzt hier rechts oben sehen, um Konrad Schumann, der mit seinem beherzten Sprung über den Stacheldraht an der Bernauer Straße zu einer Ikone der Berliner Mauer wurde. Und ich lese wieder aus dem Porträt. Die Entscheidung zur Flucht fällte der damals 19-jährige Schumann nach eigenen Aussagen ziemlich spontan. Eigentlich hatte sich der junge Mann, ein gelernter Schäfer aus einem Dorf in Mittelsachsen, freiwillig zur Bereitschaftspolizei gemeldet. Für ihn bedeutete der Polizeidienst einen sozialen Aufstieg. Laut seiner Stasi-Akte meldete er sich jedoch aus politischen Gründen. In der Akte stand der offensichtlich vorformulierte Satz: Aufgrund der atomaren Aufrüstung in Westdeutschland bin ich zu der Erkenntnis gekommen, die Errungenschaften der Deutschen Demokratischen Republik mit zu verteidigen. Schumann ahnte vermutlich nicht, wo er eingesetzt würde. Und erst recht nicht, dass an der Berliner Zonengrenze bald eine Mauer errichtet werden sollte. Den unmittelbaren Anlass für seine Desertion von den Grenztruppen bildete eine tränenreiche Begebenheit an der Mauergrenze, als ein kleines Mädchen, das auf Besuch bei der Oma in Ost-Berlin gewesen war, nicht mehr zu seinen Eltern in den Westteil gelassen wurde. Schumann wurde mit seiner Entscheidung für die Flucht jedoch nicht glücklich. Ihm plagten zeitlebens Gewissensbisse wegen seiner Eltern und zwei Geschwistern, die er in der DDR zurückgelassen hatte, sowie die ständige Angst vor Verfolgung durch die Stasi. Materiell fehlte Schumann an nichts. Nach einer Tätigkeit in einem Pflegeheim bekam er eine gut bezahlte Tätigkeit als Maschinenschlosser bied Audi. Schumann mied die Öffentlichkeit, wurde aber immer wieder zu politischen Events wie der 750-Jahr-Feier Berlins im Jahr 1987 eingeladen, als Ronald Reagan die berühmten Worte sprach: Mr. Gorbachev, tear down this wall. Nun, die Öffnung der Mauer, 2 Jahre später, brachte Schumann keine neue Lebensfreude. Er litt unter Depressionen und beging 1998 im Alter von 56 Jahren Selbstmord. Ende dieses Leseausschnitts. Wie gesagt, das sind jetzt zu viele Porträts, ich kann das nicht weiter ausbreiten, aber im Prinzip ist das ein zweiter narrativer Strang. Ich schreibe meine Bücher immer auch bewusst in dieser Hinsicht. Also man kann das Buch praktisch als umfassende Geschichte lesen, mit eben als prozessuale Geschichte, als Sozialgeschichte oder eben über diese Porträts, über diese analytischen Porträts. Ich hoffe, dass das nicht missverstanden wird als mangelnde Wissenschaftlichkeit, so ist es natürlich nicht. Ja? Also jedem dieser Porträts liegen doch ein paar Forschungen zugrunde. Meine eigenen Forschungen zu diesem Thema begannen übrigens ziemlich, vor mehr als 20 Jahren. Ich habe promoviert über Flüchtlinge und Flüchtlingsintegration in der SPZ, DDR und in Polen 1945 bis 1956. Nun, Teil 4 des Buches behandelt, wie erwähnt, historische Integrationserfahrungen. Immer geleitet von der scheinbar simplen Frage, wann gab es gute Zeiten für Flüchtlinge, also relativ betrachtet natürlich, und wann schlechte Zeiten. Und da spielt dann der Topos der Solidarität bzw. der Solidaritäten hinein, den ich jetzt zum Abschluss noch etwas
ausbreiten möchte. Und im Prinzip kann man wieder diese Porträts als Ausgangspunkt nehmen. Wie gesagt, die Idee war, dass sie aussagekräftig sind über den Einzelfall hinaus. Also bei diesen Robillards war es so, dass sie immerhin konfessionelle Solidarität erlebten. Erst in England, wo man sie ja auch ernährt und untergebracht hat, und dann in den Niederlanden. Und das hat dabei geholfen, Distanzen zu überwinden, die Fremdheit zu überwinden, denn immerhin, sie kamen als Franzosen, also sie sprachen erstmal eine fremde Sprache. Aber es gab diese Brücke durch die Konfession. In Preußen, Hessen, Kassel und anderen Aufnahmestaaten war nun diese konfessionelle Solidarität von oben verordnet. Das hat viele Widerstände ausgelöst, auch Konflikte. Diese Flüchtlinge wurden erstmal privilegiert. Es gab im Wortsinn Privilegien und auch eine privilegierte Aufnahme. Also die Aufnahmestaaten wollten diese Flüchtlinge haben, aus verschiedenen Gründen, natürlich auch aus wirtschaftlichen, Stichwort 30er Krieg, Unterbevölkerung. Also man hat sich erhofft, dass man einen wirtschaftlichen Aufschwung bekommt. Aber was auch sehr wichtig war, diese Flüchtlinge hatten eine Stimme. Und sie wurden in das politische System im Alten Reich, also der Aufnahmestaaten, auch ein Stück weit integriert, bis auf die höchste Ebene, bis zum König hin. Und das half dann sehr viel dabei, bei Konflikten, die ich schon erwähnt habe, die es natürlich gab, zu vermitteln, Enttäuschungen abzugleichen, als der Wirtschaftsaufschwung, den man sich mit der Aufnahme erhofft, nicht in allen Fällen eintrat, Notlagen zu überwinden, beispielsweise im Siebenjährigen Krieg und auch noch später. Und diese Brücke war sehr wichtig. Diese Flüchtlinge hatten natürlich auch Vorteile. Franzosen, das war damals sozusagen eine Art von Leitkultur. Sie waren gefragt als Betreiber von Manufakturen, als Handwerker, als Tanzlehrer. Also viele Vorteile, ganz gewiss. Trotzdem war es so, dass bei den Hugenotten, was ja fast mythisiert ist heute in Deutschland, gibt es ein Problem mit diesem PowerPoint? Ah, ja, Windows, wir lieben das. Ja. Gut. Also dann ist es mit diesem Livestream, tja, okay, jetzt ist Windows wieder weg. Ja. Die Technik. Setzen wir einfach fort. Trotzdem, also bei diesem häufig etwas idealisierten Integrationsfall, der in Wahrheit eigentlich eher eine Inkorporation war in einen ständischen Staat, es gab auch ein bisschen ständische Solidaritäten, hat das 2, 3, 4 Generationen gedauert. Aber die Hauptprämisse waren tatsächlich diese konfessionellen Solidaritäten. Bei Sperber spielten politische Solidaritäten eine wichtige Rolle, die in Frankreich eine längere Tradition hatten. In der Französischen Revolution gab es erstmals ein verfassungsmäßig verbrieftes Recht auf Asyl, in einer Verfassung, die nur äußerst kurz galt. Aber zum Beispiel Kosciuszko, doch wieder runter, damit das auch nicht wieder ausgelöscht wird, oben in der oberen Reihe, in der Mitte, Tadeusz Kosciuszko, der Anführer des Aufstands in Polen gegen die Teilungsmächte 1794. Also, der bekam in Frankreich Asyl als Flüchtling und wurde sogar sofort eingebürgert. Also, sofortige rechtliche Integration. Warum? Ein Freiheitskämpfer. Und diese Tradition wurde dann vor allem im 19. Jahrhundert wieder aufgenommen. Für Flüchtlinge, also dann in der Grande Emigration nach 1831, hat Frankreich sogar viel Geld bezahlt. Also ständisch abgestuft nach sozialem Rang. Aber immerhin, also die bekamen einen Zuschuss zum Lebensunterhalt. Auch in den USA waren die sogenannten Fortieters willkommen. Auch im Osmanischen Reich, die Flüchtlinge aus Österreich. Da berief sich der Sultan auf französische Asylparagraphen, um den Auslieferungsbegehren aus Österreich zu widersprechen und die eben nicht ans Messer bzw. an den Galgen zu liefern. Also auch dort gab es schon diese Solidaritäten und die spielten dann eine ganz wichtige Rolle in der Zwischenkriegszeit, als wir auch die ersten Ansätze finden eigentlich eines internationalen Umgangs mit Flüchtlingen, nämlich erstens wiederum ganz ursprünglich abgeleitet von den Hugenotten. Wer ist ein Flüchtling, ein Refugee, also affirmativ, normativ bewertet, aber dann in der Zwischenkriegszeit eben auch mit einer völkerrechtlichen Definition.
staatenlos, schutzlos, sodass man sie auch dann mit Papieren ausgestattet hat, den sogenannten Nanzenpässen, um die internationale Weiterleitung zu ermöglichen in aufnahmewillige oder aufnahmefähige Staaten. Also eigentlich wurde dort die Spur gelegt für das, was es dann nach dem Zweiten Weltkrieg gab in Gestalt des UNHCR und der Genfer Flüchtlingskonvention. Und diese politische Solidarität war dann natürlich noch wichtiger in der Zeit des Kalten Krieges, als bei Flüchtlingen gar nicht immer so genau geschaut wurde, wer da eigentlich kam und warum. Ungarn 56, die erste Kohorte, viele Soldaten dabei, zum Teil sogar Geheimdienst. Man hat gar nicht so genau danach gefragt. Und dann gibt es nicht zuletzt die nationale Solidarität. Schumann, andere DDR-Flüchtlinge. Heute mag man das vielleicht etwas als selbstverständlich nehmen. Damals war es das nicht. Es gab 49, 50 vor dem Wirtschaftsaufschwung durchaus Zweifel, ob nicht Westdeutschland überfordert ist mit den vielen DDR-Flüchtlingen oder ob da vielleicht kommunistische Spione kommen etc. In den USA, McCarthy und so weiter erst recht. Aber dann gab es eben diese Solidaritätslinien und auch entsprechende Unterstützungsleistungen, Lastenausgleich und viele andere Maßnahmen. Und wenn man jetzt mal nur ganz kurz auf die heutige Zeit blickt, dann glaube ich, liegt da vielleicht auch einer der Unterschiede. Diese klaren Solidaritätslinien gibt es heute gegenüber den Syrern oder den Flüchtlingen aus dem Nahen Osten so nicht. Es gibt keine so klare religiöse, konfessionelle, nationale, konationale, das sind natürlich immer Konstrukte, oder eben politische Solidaritätslinien. Und auch in der Zeit des Kalten Krieges, als besonders gute Bedingungen herrschten für Flüchtlinge, in der Endzeit des Kalten Krieges kam das eigentlich auch schon ins Rutschen. Schon 81, 82, 83 mit den Polen. Das waren so viele, die da kamen. Es gab keine Bilder von sowjetischen Panzern. Die konnten auch nicht direkt über die Mauergrenze fliehen, weil eben Polen landlocked war, ja, umgeben von anderen Ostblockstaaten. Und da ging es eigentlich los, dass man von Wirtschaftsflüchtlingen sprach. Und die Anerkennungsquote kontinuierlich sank im Laufe der 80er Jahre. Und dass man praktisch hinterfragt hat, warum die Leute kamen. Die Motive, wie gesagt, waren wie so häufig gemischt. In den 90er Jahren, nur ganz kurz, gab es dann nach der Verschärfung der Asylgesetzgebung doch eine gewisse Offenheit wieder gegenüber den Flüchtlingen aus dem zerfallenen Jugoslawien. Weil 89, der Sieg der Menschenrechte. Aber es war eben ein Humanitarismus nach Zeit, auf Zeit. Nach Ende des Krieges hat man diese Menschen aus Deutschland überwiegend wieder zurückgeschickt, häufig gegen ihren Willen. Und auch bei 2015 muss man wahrscheinlich kritisch sein. Humanitär, wenn die Leute schon 1500 Kilometer, soweit ist es ungefähr, vom Südosten der Türkei nach Istanbul zu Fuß oder mit Bus oder wie auch immer zurücklegen müssen und dann nochmal 2000 Kilometer von Istanbul nach München. Die Flucht hat nach Umfragen im Durchschnitt ungefähr 7.000 Euro gekostet, im Median ungefähr 5.000 Euro bei den Syrern. Also sprich ein ohnehin armes Land, zusätzlich verarmt durch den Krieg. Da haben die Flüchtlinge dann auf dieser Flucht auch noch wirklich ihr letztes Vermögen ausgegeben und wahrscheinlich bräuchten sie es jetzt hier in Deutschland, um Unternehmen aufzumachen, vielleicht Sprachkurse weiter zu bezahlen oder sich eben ja, eine neue Existenz zu gründen. Und insofern weiß ich auch nicht so wirklich, was folgen soll auf diese sogenannte Willkommenskultur. Ich glaube, es gibt auch Begriffe wie Offenheit oder Gastfreundschaft, man muss das gar nicht so kulturalisieren. Die Frage ist halt, besteht heute dann eigentlich der Willen und die Kraft zur Integration? Da gab es den berühmten Satz, wir schaffen das. Geschafft? Wann? In 5 Jahren? In 10? Wer ist wir? Müssten eigentlich nicht die Voraussetzungen geschaffen werden, dass Sie es schaffen? Und mit diesen Fragen will ich den Vortrag beenden und freue mich jetzt auf die Fragen, beziehungsweise die Diskussion mit Rainer Ulrich. Ja, herzlichen Dank, Philipp, für den sehr konzisen Überblicksvortrag, der das Buch, finde ich, sehr gut zusammengefasst hat. Ich habe jetzt eine Handvoll Fragen mitgebracht, die wir jetzt im Dialog, denke ich, erstmal
diskutieren und dann werden wir natürlich öffnen für das Publikum und mit Ihnen diskutieren. Das machen wir jetzt halbe halbe. Wir haben noch ein Stündchen Zeit ungefähr. Und der Mischa macht den Wächter der Zeit und sagt, wenn wir überziehen. Wenn man das Buch sich anschaut, kann man es ja noch etwas anders strukturieren als in der Gliederung vorgegeben. Es hat im Grunde vier Teile, würde ich auch sagen, nämlich einen methodischen Teil, eine Einleitung, wo es um Begrifflichkeiten, den Zugriff, um Terminologisches geht, eher soziologisch als historisch gearbeitet. Dann kommt ein großer Block Historiographie, europäische Historiographie mit einem weiten Europabegriff, der an den Rändern ausfranst. Der ist nicht das EU-Europa, auch nicht das geografische Europa, das ist angesprochen, das Osmanische Reich oder transatlantische Verbindungen sind da. Der Teil, der historiografische, ist untergliedert in drei analytische Formate, nämlich Flucht entlang religiöser und konfessioneller Gründe im Zeitalter der Religionskriege, Minderheitenverfolgung aufgrund religiöser Zugehörigkeiten und der Konfessionalisierung. Da ist viel frühe Neuzeit, aber nicht nur frühe Neuzeit drin. Dann gibt es den großen Teil, der über Nation, Nationalismus, ethnische Säuberung handelt. Und den dritten Teil mit einer kleineren Flüchtlingsgruppe im Vergleich zu den anderen oder zum Block der durch Nationalismus vertriebenen oder geflohenen Personen, wo es um politische Flucht im engeren Sinn geht. Das wäre der zweite Teil. Der dritte Teil ist der politische Teil, der integrationspolitische Teil, der einen ganz anderen Zuschnitt hat, wo es in die aktuelle Debatte geht um Aufnahme und Integrationsperspektiven, und zwar nicht nur für Flüchtlinge, sondern anhand von Vergleichsgruppen, Arbeitsmigranten im 20., im frühen 20., im späten 19. Jahrhundert, in der Gegenwart vorwiegend am Beispiel von Deutschland und vergleichend Österreich. Der vierte Teil, den hast du am ausführlichsten dargestellt, ist der biografische Teil oder der mit biografischen Skizzen, den ich sehr lesenswert finde. Das ist ein eigenes Buch im Buch im Grunde, oder eine Oral History, die man gibt. Kann man so auch lesen. Und daran, das hast du uns verschwiegen, hast du natürlich nochmal eine Typologie drangehängt im Vergleich der Biografien, so vier Idealtypen, kurze theoretische Ableitungen, was für Formen von Flucht gibt es, existenzielle Flucht, prädeterminierte Flucht, proaktive Flucht, optionale Flucht und da der Übergang von Flucht zu anderen Formen von Migration, die nicht nur von Gewalt und Zwang beherrscht sind. So viel nochmal zur Zusammenfassung. Ich habe jetzt zu diesen drei Bereichen, dem methodischen, dem historiografischen und dem politischen, jeweils einige Fragen. Wir fangen gleich mit dem historiografischen an, weil das auch das, ne, deine Kerndisziplin ist. Zuvor habe ich aber eine ganz andere, unanalytische, wenig akademische Frage, die mit dem Schreibprozess zu tun hat, die sich an den Geschichtsschreiber wendet, und zwar mit der Betonung auf Schreiber. Was waren die leichter geschriebenen, was die schwereren Teile, wo hat das beim Schreiben gefunkelt, wo hat es gehakt, wie war der Schreibprozess? Also am leichtesten ist es immer dann, wenn man schon die Quellen hat. Also wie am Anfang beispielsweise, das drängt sich ja geradezu auf, ja, also diese Rückschau 1923, 2015. Der Anfang ist immer schwerer, als wenn man dann schon mal im Fluss ist, seine alte Regel. Und ansonsten, ich schreibe gern, und zwar deswegen, weil das Forschen, dann die Verarbeitung der Forschung während des Schreibens und das Schreiben selbst immer nochmal zu einem Erkenntnisgewinn führt. Also zum Beispiel diese Unterteilungen existenziell, prädeterminiert, proaktiv, optional, die kam mir eigentlich während des Schreibens. Auch wenn ich das Fass nochmal aufgemacht habe, das hatte ich nur bedingt vor mit den Arbeitsmigranten, das ist ja deswegen abgeleitet, eigentlich in den heutigen Debatten Integrationsängste. Also was löst Ängste, welche Gruppen lösen Ängste aus? Und ist denn bei denen die Integration wirklich so schlecht verlaufen? Da gibt es auch historische Gruppen, Ruhrpolen, 19. Jahrhundert, wo wir alle dachten, auch mit diesem Polen, das wird ja nie, dass die ewig Außenseiter bleiben. Und eben eine Gegenüberstellung mit denen, die, wo man denkt, da war das ja relativ leicht. Und im Schreiben ist mir dann auch noch stärker bewusst geworden als zuvor, wo der Unterschied zwischen
Fluchtmigration liegt und zwischen Arbeitsmigration. Ja, und gut, wenn man diesen Erkenntnisgewinn hat, selber beim Schreiben, dann beflügelt das. Aber der stellt sich nicht immer so leicht ein und dann ist es auch manchmal mühsam. Gut, danke schön. Zum historischen Block. Du hast einen ganz spezifischen Ausgangspunkt gewählt. Ausgangsmetaphern sind bei Historikern, bei den Kollegen sexy. Im Anfang war Napoleon, sagt Nipperdey, das Reich, sagt Wähler, Adenauer, sagt Waring und Andreas Fahrmeier in seiner jüngsten Publikation sagt, am Anfang stand ein Klimawandel der deutschen Geschichte. Am Anfang war der Klimawandel. Philipp Thaer sagt, das Jahr 1492 eignet sich als Ausgangspunkt einer Synthese über massenhafte Flucht. Im Anfang war 1492. Warum? Fluchtvorgänge gab es davor, aber nie so flächendeckend, also wirklich ganz Spanien im Laufe dann des 16. Jahrhunderts und auch nie so radikal. Also die Verfolgung, die erstreckte sich eben dann nicht nur auf die Andersgläubigen, mit dieser Idee der religiösen Säuberung und auch Reinigung, sondern die erstreckte sich auch über die nachfolgenden Generationen bzw. auf die Konvertiten. Also auch die, die schon konvertiert waren, wurden verfolgt. Konkret eben die Moriscos, also die Nachfahren der Muslime bzw. die Mauren, und dann eben die sogenannten Maranen, was ja schon ein Schimpfwort ist, das heißt nämlich Schweine, ne? Also die konvertierten Juden. Auch die wurden verfolgt von der Inquisition und das macht diesen Vorgang modern. Also, beziehungsweise das ist ein Säuberungsprinzip, was man dann viel später, eigentlich im 20. Jahrhundert, erst wiederfindet. Und es war massenhaft. 300.000 Menschen mindestens, so genau weiß man das nicht, aber eben diese Faden in alle möglichen Himmelsrichtungen, aber vor allem über das Mittelmeer. Und dann eben auch noch die spanischen Muslime, überwiegend in das damalige Osmanische Reich. Und daher dieser Ausgangspunkt. Letztlich deswegen, weil diese Reinheits- und Homogenitätsvorstellungen, die eben so viel Flucht verursacht haben, wenngleich verschiedene Art religiöse, nationale, später auch politische, ideologische, die beginnen eben damit. Daher diese lange Rückschau. Und naja, ein zweiter Grund. Das letzte Buch, das war sozusagen relativ unhistorisches, das beginnt in den 80er Jahren. Und dann will man mal wieder richtig in der Tiefe der Geschichte bohren und das ausschöpfen, auch deswegen, weil man, glaube ich, dann spätere historische Prozesse, spätere historische Veränderungen besser verstehen kann. Soviel zum Ausgangspunkt oder zur Ausgangsmetapher. Im Anfang war 1492, kann man zusammenfassen. Was ist der, ich nenne das jetzt mal Fluchtpunkt, das ist ein billiges Wortspiel bei dem Thema natürlich, aber erzählt theoretisch hat man Anfangspunkt, einen Endpunkt und wenn man narrativen Zugriff auf die Historie und das historische Geschehen nimmt, dann endet man irgendwo. Was ist dein Fluchtpunkt gewesen oder was ist der Fluchtpunkt des Buches? Der Fluchtpunkt, da kann ich jetzt endlich eine kurze Antwort geben, bei der ich nicht mitstoppen muss. Ja, man neigt immer zu langen Antworten. Der Fluchtpunkt sind ganz einfach die Flüchtlinge, die ich auch nicht als graue Masse betrachtet wissen möchte. Natürlich sind es immer massenhafte Prozesse, die eben daher auch häufig in diesen Metaphern Welle, Flut, Ströme oder dann umgekehrt Eindämmung etc. betrachtet werden, sondern eben Flüchtlinge in verschiedenen Gruppen, aber zum Teil auch, soweit möglich, ein Buch hat immer einen begrenzten Platz, als Individuen. Gibt es einen erinnerungspolitischen Fluchtpunkt? Es ist ein historiografisches, erzählendes Buch, gute, alte, darstellende, auch analytische Geschichte. Das Wörtchen Erinnerung kommt gar nicht vor. Ne? Der große erinnerungspolitische Diskurs oder Erinnerungskultur, was einen veritablen Hype ausgemacht hat. Gibt es einen Ansatz oder gab es Überlegungen, Geschichte und Erinnerung in der Migrationsgesellschaft unter politischen Dimensionen mit einzunehmen. Als ich das Buch gelesen habe, habe ich gedacht, das ist mehr als nur eine Migrationsgeschichte über Flucht.
Das ist das, was eigentlich gefordert ist. Es geht hier um das Einschreiben der Migration in die XY-Geschichte, nicht nur in die Nationalgeschichten, in die europäische Geschichte, in vernetzte Geschichten und damit auch in Erinnerungskultur und erinnerungskulturelle Praxis. Lese ich zu viel da rein? Das ist dann die Frage, was machen Institutionen auch oder auch Politiker draus? Das entzieht sich dann meinem Zugriff und wird sich weisen. Aber im Prinzip ist es erstmal als Geschichte geschrieben. Es gibt Migrationsgeschichte, du bist ein Experte in diesem Metier. Ich würde mich auch dazu definieren. Es gibt von Klaus Bade in dieser Reihe Europa schreiben, ne? Europa in Bewegung, dieses große Buch. Mhm. Aber es gab noch keine solche Flüchtlingsgeschichte im Sinne einer Flüchtlingsforschung. Und so war es erstmal beabsichtigt und damit ist erstmal gut. Es ist eine Geschichte, wie sie wirken wird und ob sie dann jetzt politische Diskurse, Erinnerungsdiskurse, Geschichtspolitik, inwieweit es das beeinflusst, das weiß ich nicht, wird sich weisen. Aber ich habe da keine gezielten Absichten. Ich habe mich auch mal mit Geschichtspolitik beschäftigt, Anfang der Nullerjahre, bin eigentlich ja schon in den 90er Jahren in diesem polnisch-deutschen Dialog, habe dazu nach Kräften dazu beigetragen, aber es hat dann auch eine gewisse Frustration bzw. negative Erfahrungen eingesetzt, weil man dann doch sieht, wie ja, verschiedene politische Kräfte doch ziemlich nach Belieben das, was über Geschichte geschrieben wurde, zu ihren eigenen Zwecken instrumentalisieren. Aber trotzdem braucht es natürlich eine gute, professionell geschriebene Geschichtsschreibung, um genau dem ein bisschen Einhalt zu gebieten. Aber erstmal ist gut mit Geschichte und Erinnerung ist dann ein anderes Kapitel. An einer Stelle zum Schluss des Buches spricht sich ganz dezidiert gegen gezielte Konstruktion von Erfolgsgeschichten aus, die Migrationsgeschichte liefern kann. Die Hugenotten sind sozusagen die Antifolie. Da sagst du aber auch, negative Mythen zu hinterfragen, sei sozusagen auch eine politische Absicht des Buches und damit auch vielleicht Narrative zu schaffen, weiß ich nicht, oder sowas wie eine integrierte Geschichte der Flucht, also, Flucht zu schreiben? Also als kritischer Historiker, wenn einem Mythen begegnet, dann bohrt man die zumindest mal an und sieht, inwieweit die Luft, die in denen steckt, drin bleibt oder entweicht. Und wiederum umgekehrt, ich habe diese Metapher benutzt, saure Trauben süß schreiben. Es gibt, also an die Ruhrpolen wird ja heutzutage, abgesehen vom Ruhrgebot, relativ wenig erinnert. Bei dort ist es ein fester Topos und so. Außerhalb nicht wirklich so bekannt. Ich würde sagen, es gibt eine Gruppe, wo die Trauben als sehr sauer erscheinen und das sind die Gastarbeiter und da im Speziellen die türkischen Gastarbeiter. Da hatte ich dann schon die Absicht zu zeigen, dass das Glas eher halb voll ist als halb leer. Und dass diese Integrationsängste zum Teil begründet sind, zum Teil aber auch nicht. Und da kommen dann auch wieder harte Daten. Und da sind wir sozusagen, die harten Daten sind mir dann letztlich wichtiger als Erinnerungskulturen, wenn sie allzu schwammig daherkommen. Aber damit will ich jetzt irgendwie keine negativen Aussagen über Forschungsrichtungen treffen. Jede hat sozusagen ihre eigene Legitimität und wir sind in einem pluralistischen Land. Du spielst ein bisschen mit dem sehr hippen und modischen Begriff des Narrativs und der Paradigmen. Ja. Das ist schick. Im Moment, wir suchen alle nach dem Narrativ für die Migrationsgesellschaft, für die europäische Gesellschaft. Du machst das am Beispiel der Hugenotten klar, die haben es eingefügt in das europäische Zivilisationsparadigma und das Narrativ der Modernisierung oder an einer anderen großen Gruppe der Flüchtlinge und Vertriebenen, der deutschen Flüchtlinge und Vertriebenen der Nachkriegszeit, die das Integrationsnarrativ befeuert haben. Was für Narrative kann denn eine, sag mal, übernationale Geschichte mit dem Blickwinkel und der Perspektive Flucht und Migration liefern? Denn wenn man, sag mal, die Tradition von Geschichtsschreibung sich anschaut,
ist es ja, sagen wir, vom 18. Jahrhundert an erstmal eine Nationalgeschichtsschreibung und dann irgendwann eine vergleichende. Und es bricht im Moment ganz stark auf. Und Minderheiten und Flüchtlinge sind das andere, das signifikant andere, so wie Diasporen das andere von Nationalstaaten sind. Wie ändert sich das mit der Perspektive Flucht und Migration historiografisch? Und was sind die Narrative, die man anbieten kann? Es geht jetzt ein bisschen über das Buch noch hinaus. Ja, also das ist ein Narrativ, was diesem Buch schon zugrunde liegt, aber was eben mit sehr vielen Informationen und Daten gestützt wird, ist, dass in der Regel die Aufnahme von Flüchtlingen für die Aufnahmegesellschaften einen Wohlstandsgewinn bedeutete. Wirtschaftswunder, Nachkriegszeit, nicht ohne dieses große Arbeitskräftereservoir. Und jetzt weiß ich noch nicht, ist das ein Narrativ. Ja? Aber also das spielt da hinein. Ansonsten ist es eine deutsche Erfahrung, die vielleicht schon ein bisschen dazu beigetragen hat, dass man diesen Flüchtlingen dann relativ offen gegenüberstand, 2015, auf jeden Fall eine Weile. Aber es gibt auch ein europäisches Narrativ darin, dass es eben eine gemeinsame Erfahrung gibt. Das ist eine europäische Geschichte, wobei ich das Europa eben nicht jetzt so ganz statisch als Box oder als Container definiere, das irgendwo am Ural endet oder am Bosporus, sondern da gibt es eben Verwicklungen in der europäischen Geschichte über das Mittelmeer vor allem hinaus, aber auch transatlantisch und hin und her im Sinne von Fluchtbewegungen, aber auch im Sinne von was gibt es wieder für Rückwirkungen auf die Ausgangsländer, und insofern ist es ein europäisches, ja, wenn man so will, Narrativ. Ein dritter Punkt war mir noch wichtig, also Flüchtlinge sind nicht nur Objekte der Geschichte, sondern Subjekte. Das ist der Punkt an diesem Buch, aus der Perspektive von Flüchtlingen. Und Integration hat auch immer damit zu tun, dass die Flüchtlinge sich erfolgreich in die Geschichte der Aufnahmeländer einschreiben. Teilweise ein bisschen mythisch, ja? Also Stichwort Hugenotten, große Modernisierung, nicht immer und so weiter, wahrscheinlich etwas überschätzt, Konflikte dagegen unterschätzt. Aber es gibt dieses Narrativ, dass die Hugenotten ja mitgestaltet haben, aktiv. In der Nachkriegszeit auch, also ob jetzt nun hier in der ehemaligen DDR, die sogenannten Umsiedler, oder eben dann später in Westdeutschland, die sogenannten Vertriebenen. Auch dort gibt es ja diese Narrative, und mit dem haben sie sich in die Geschichte der Länder eingeschrieben. Interessant ist, dass es eigentlich fast immer Erfolgs- und Modernisierungsgeschichten sind. Und das ist eben auch wichtig, weil es wieder darauf hinweist, dass die eigentlich eine Stimme haben sollten. Gut, ich bohre dann, zeige nicht mit dem Zeigefinger auf die heutige Situation, aber da würde ich wiederum sagen, diese Stimme sehe ich heute nicht, weder in den Medien noch sonst wo. Also von denen, die jetzt gekommen sind seit 2015. Wenn wir diese Stimme hören würden, dann, ob das dann so konfliktarm wäre, das wage ich zu bezweifeln. Ja? Also jede Gruppe, die da kommt, bringt ihre Werte mit, und da wären vielleicht manche überrascht, und es würde wahrscheinlich auch Kritik und Konflikte geben, aber auf die Dauer wäre es wahrscheinlich besser, wenn das so wäre. Kein einfaches Bereicherungsnativ, das du uns anbietest. Nein. Aber es ist schon eine latent positive Sicht auf Migration insgesamt als Teil von modernen Gesellschaften und als etwas, was ausgestaltet und gesteuert muss. Positiv-negativ würde ich jetzt gar nicht sagen. Also das ist einfach in dem Sinn eine Synthese. Und wie gesagt, auch bei diesen Aufnahme-Integration geht es erstmal um die Flüchtlinge für sich. Aber trotzdem, anhand verschiedener Beispiele kann man zeigen, dass sich das für die Aufnahmegesellschaften fast immer positiv ausgewirkt. Es gibt auch Gegenbeispiele. Eine ganz andere Frage ist das, wie das auf die Herkunftsländer sich auswirkt. Für die ist es in der Regel ein Verlust. Und natürlich, wenn heute die Hälfte aller syrischen Akademiker sich in der EU aufhält, dann ist es ein gravierendes Problem für dieses Land. Also wenn man mal an den irgendwann einsetzenden Wiederaufbau denkt. Also da gibt es dann Dilemmata, und das ist, vor allem normativ wird das dann auch ziemlich doppelbödig. Aber siehe meine Kommentare über 2015. Also aber trotzdem gibt es erstmal dieses, wenn man so will, ein Narrativ. Ja. Das ist übergehend vom Historiografischen, da könnte man jetzt noch einen ganzen Abend drüber reden.
reden, auch was drin ist, was nicht drin ist, wie viel außerhalb Europa mit eingebaut ist, wie viel nicht drin ist. Zum Methodischen. Ich habe zwei kleinere methodische Fragen. Eingangs entwickelst du ein Modell von Integration in vier Stufen. Rechtliche Zugehörigkeit, Einbürgerung, dann berufliche Integration, Arbeitsmarkt, Lebenswelt und Wohnen als drittes. Und dann, wo ich überrascht war, das Heiratsverhalten, Intermarriage. Wenn man jetzt aus der Soziologie, aus der Sozialwissenschaft kommt, würde man vielleicht einen leicht anderen Zugang wählen, also Esser, Heckmann, die großen Heroen der sozial- und politologischen Forschung mit sozialer Integration, struktureller Integration, kultureller Integration und identifikatorischer Integration. Und darunter ist auch, und das ist eine ganz spezielle Frage, natürlich Sprache. Sprache kommt bei dir nicht vor. Das ist in der gegenwärtigen, in der zeitgenössischen Debatte einer der Hotspots, wenn es um Integrationspolitik, Flüchtlingsaufnahme, langfristige Bindung und Bleibeperspektiven und Integration in den Arbeitsmarkt geht. Vielleicht ein bisschen was zu dem Methodischen und zur Sprache im Besonderen. Okay, naja, also als Stufe habe ich es jetzt eigentlich nicht so erfasst, das würde ich jetzt an Esther beispielsweise ein bisschen kritisieren, weil also Integration kann ja auch in Wellenformen verlaufen. Ja. Mal läuft es besser, aber dann auch wieder schlechter. Und eben nicht nur als linearer Prozess, als Fortschritt. Und was ist dann am Ende aller Dürkheim, ja, die integrierte, glückliche Gesellschaft. Ja. Dürkheim hat da natürlich gegen die desintegrierte Industriegesellschaft angeschrieben. Und das ist schon mal das Erste, wo ich einen Unterschied sehen würde. Ich habe mir vor allem Parameter gesucht, über die man in der Geschichte relativ gut arbeiten kann. Und bei Identität oder Identifikation, da bin ich immer sehr vorsichtig. Identität heißt ja im Wortsinn gleich sein, da kommt bei mir schon eine gewisse Skepsis hoch. Und Identifikation als aktiven Prozess, das habe ich früher in älteren Arbeiten durchaus benutzt, aber es ist sehr schwer, in die Köpfe über einen so langen Zeitraum der Menschen hineinzuschauen und dann zu sagen, wann haben die sich denn mit dem Aufnahmestaat identifiziert und vor allem wie. Und vielleicht ist es auch ein bisschen überschätzt. Also insofern war es fast wie ein Kommentar auf die gegenwärtigen Debatten. Also zum Beispiel bei den gegenwärtigen Umfragen gibt es diverse Indikatoren, ja, jetzt sozialwissenschaftlicher Art, die eigentlich eher in die positive Richtung gehen. Also zum Beispiel Verdienste, die sich herausbildende, wenn man jetzt wirklich bei den Türken mal bleiben will, unter denen es auch Flüchtlinge gibt übrigens, 80, 81 Putschflüchtlinge und davor auch schon. Aber nun gut, also dort wird ja doch immer wieder sehr stark betont, dass diese Integration, ich weiß noch, in dieser Debatte da Schulz, Merkel, also der Merkel ist irgendwie rausgerutscht, dass das nicht gut gelaufen ist oder irgendwie sowas. Dann hat sie sich wieder korrigiert. Es gibt diese deutsch-türkische oder migrationshintergründische eigentlich Oberschicht, ja, oder mittlere Oberschicht, die ist doch da. So, und die Umfragen nach der Identifikation, ja, empfinden Sie Deutschland als Heimat oder fühlen Sie sich hier wirklich immer gut behandelt, die gehen immer sehr viel schlechter aus. Und ich glaube, da kann man halt auch mal einfach sagen, was einem nicht passt, aber das ist so eine Grundsatzentscheidung. Letztlich, da bin ich vielleicht doch im Kern auch wieder Sozialhistoriker, finde ich es wichtiger, was Menschen tun, als was sie sagen. Klingt jetzt vielleicht furchtbar simpel und holzschnittartig, aber jetzt lege ich mal die Karten auf den Tisch. Keine Diskurse. Und es wurden so viele Diskursanalysen gemacht und es ist diese ständige Kulturalisierung, die dann auch wieder in diese Willkommenskultur eingeht, es ist so verschwurbelt, ja, wo führt denn das hin? Am Ende reden wir noch über Integrationskultur. Nein, danke. Es geht hier um konkrete Interessen und um Chancen und um dann eben Offenheit, soziale Mobilität. Und ich glaube, dass das langfristig wichtiger ist. Und beim Heiraten ist es eben etwas, das ist etwas sehr Grundsätzliches, oder? Wenn Menschen das tun, heute muss man nicht unbedingt mehr heiraten, das wissen wir auch. Ne? Insofern ist diese Statistik, hat ihre Tücken, aber da tun sie etwas ganz Grundsätzliches. Auch wenn sie Geld verdienen natürlich und hoffentlich
Und daher dieser Schwerpunkt, also da liegt sozusagen eine nicht ganz offengelegte Tendenz darin oder eine Grundüberzeugung, die aber auch erst in den letzten Jahren so gewachsen ist. Jetzt habe ich furchtbar lang geantwortet. Ich schaue auf die Uhr und gegen ein schlechtes Gewissen gegenüber dem Publikum. Wir halten Sie jetzt schon eine Stunde hin und Sie wollen vielleicht auch was fragen. Und, Ich antworte kurz, ich verspreche es. Eine Frage zum Titel. Ja. Und zwar zum Obertitel, die Außenseiter. Ist das dein Titel oder Verlagstitel gewesen? Nein, meiner. Denn die Außenseiter kommen begrifflich ganz selten vor. Ich habe den PDF-Text heute mal gescannt, dann haben wir 5 oder 6 Stellen. Diese Computerrecherche, schlimm. Außenseiter drin okay. ist. Ah. Wenn man aus dem historisch-sozialwissenschaftlichen Sozialgeschichte kommt, würde man da mehr erwarten. Was konzeptionell ist, was methodisch ist, ein Begriff, der trägt, eine Klammer für Flüchtlinge im Betrachtungszeitraum bietet. Norbert Elias, etablierte und Außenseiter, Operationalisierung eines solchen Zugangs auf Flüchtlingsfragen wäre theoretisch, aber auch erzählerisch, glaube ich, ganz, ganz spannend. Warum das nicht? Naja, also klar, wenn man das sozusagen einfach als Wort hätte ich es vielleicht ein bisschen öfter aufnehmen können. Mein Gott, in diesem Leseausschnitt kam es natürlich schon vor. Ich bin immer für den bescheidenen Einsatz von solchen Dingen. Man muss das ja den Lesern nicht immer aufs Brot schmieren, sondern eigentlich, wenn ich schreibe, ist mein Ziel auch, Vorstellungsräume zu entfalten. Also, dass ich nicht sage, da ist was, sondern dass es sich während des Lesens in der Vorstellung des Lesers entfaltet. Und das ist Absicht. Deswegen mache ich das nicht immer so oft und deswegen kriegt man am Anfang auch nicht einen Überbau aller, vorhin wurde erwähnt, aller Wähler, sondern anal. Ja? Okay, Punkt. Letzte Frage ist eine politische Frage ja. und die ist eine spielerische Frage. Ganz zum Anfang schreibst du, das Buch wolle auch der Politik den historischen Spiegel vorhalten, um mehr an Tiefenschärfe oder Tiefendimension in die aktuelle Debatte zu bringen. Ich finde, das ist gelungen, erstmal als Feststellung. Wenn wir uns den Historiker Philipp Theer jetzt als Politikberater vorstellen. Ich bin zum Glück Historiker. Du kriegst jetzt eine Einladung. Was rät der Politikberater mit historischer Kenntnis der politischen Klasse im Bereich der Flüchtlings- und Migrationspolitik unter besonderer Berücksichtigung der historischen Erfahrung? Und zwar, das Spiel machen wir global, europäisch und national. Was rätst du der UN? Der UNHCR sind Schlüsselakteure, auch in deinem Buch. Du hast 10 Minuten mit Guterres. Okay, ich mache es. Also, eine Message. Ja, eine Message wäre da. In der Genfer Flüchtlingskonvention ist ein Integrationsimpetus eingeschrieben, ein Gleichstellungsauftrag. Also sprich, nicht mehr nur Notversorgung zu betreiben, in den vielen Lagern dieser Welt, wo die Leute über Generationen teilweise schon festsitzen, sondern diesen Integrationsauftrag ernst zu nehmen und die Staaten, die daran teilhaben, auch dazu zu verpflichten. Ob nun auf internationaler Ebene, aber dann auf jeder Ebene, wäre mein Stichwort, Strukturen zu schaffen, die möglichst viel soziale Mobilität ermöglichen. Okay. Und zwar nicht nur für Flüchtlinge, sondern für alle anderen auch. Und da gibt es große Defizite in Europa und in Deutschland. Moment, und wir sind die auf der globalen Ebene. Ich will jetzt aber runter. Und ja, auf lokaler Ebene. Die zweite Frage ist, also, du berätst Jean-Claude Juncker. Ui. Und er hat einen Berater für Demografie und Migration, einen Wiener Berater, der dort angehört ist. Wer setzt den jetzt? Was wirst du der EU raten? Die EU sind. Also was muss ich dort denn beraten? Über Demografie? Nein, du bist der Berater für Migration und Flucht für Jean-Claude Juncker in der gegenwärtigen Phase mit historischer Tiefenperspektive. Wir wissen, Europa ist der Flaschenhals. Okay, also mit Jean-Claude Juncker würde ich erstmal ein gutes Glas Wein trinken. Und dann, wenn es dann... Moselriesling. Ja, warum nicht? Und dann zusätzlich dazu... Im Moment würde ich ihm wahrscheinlich sagen, dass es auf die Dauer nicht funktionieren wird, eine Festung Europa zu bauen. Und dass man aber, und dass auch die Regulierungsversuche, so weitgehend sie auch gedacht sein mögen, vielleicht nicht zu weit gehen können.
was kann man denen noch empfehlen? Eine Message. Okay, schlechte Message. Der Berater hat versagt, tut mir leid. Letzte Frage ist, das konnte ich jetzt nicht, die ne? im nationalstaatlichen Raum. Okay. Als deutscher Historiker, der, ja. sofort, der in Österreich lehrt, ja. hast du die Wahl zwischen dem künftigen Kanzler Kurz und dem künftigen Innenminister Anton Hofreiter. Oh je, diese Wahl, ich will es nicht weiter kommentieren. In der steckt auch eine Abwendung von Europa und darin liegt vielleicht das eigentliche Desaster. Mal sehen, was passiert. Vielleicht besinnen sich manche auf ihre eher liberalen Tendenzen, die sie mal hatten. So meine kurze Antwort, aber die letzte Antwort ist trotzdem letzte für Juncker und für diese nationale und die lokale Ebene und die heißt soziale Mobilität ermöglichen. Okay. Wir schließen damit. Ja. Das Danke. Entschuldigung, das hat zu lange gedauert. Es gibt eine Reihe von Fragen. Es gibt ein Mikrofon. So, jetzt. Stellen Sie sich kurz mit Namen oder Institutionen vor und dann gehen die Fragen an Philipp Terr. Das Mikro kommt. Ich heiße Hans-Joachim Darms. Ich bin Rentner, war davor an der Universität Wien im Bereich Philosophie aktiv. Ich habe eine Bemerkung und eine Frage. Zuvor wollte ich aber noch kurz was sagen zu der Präsentation. Ich fand das ein bisschen unübersichtlich, diese verschiedenen Porträts. Und vielleicht lag das daran, dass das ein bisschen überambitioniertes Unternehmen war oder ist. Die Gesamtgeschichte der Flucht und Vertreibung vom 16. Jahrhundert bis heute. Und dennoch in Tendenz in Gesamteuropa zwischen zwei Buchdeckel zu fassen. Meine Bemerkung ist eine Ergänzung zum Narrativ, was die 50er Jahre betrifft. Damals gab es ja nicht nur 12 Millionen Flüchtlinge, die die alte Bundesrepublik aufgenommen hat bis etwa 1960, also bis zum Mauerbau, sondern es gab als Begleiterscheinung dessen auch eine Wohnungszwangsbewirtschaftung. Ich weiß das aus nächster Nähe, weil meine Eltern hatten sich 1951 ein Haus gekauft. Da saßen wir zu siebt erstmal auf 5 Zimmern und dann wurden aber zusätzlich noch ein Ehepaar und ein Junggeselle da rein gefercht. Und dieses Ehepaar ist erst 1959 gegangen, nachdem mein Vater den noch zusätzlichen Umzug bezahlt hat. Ich erzähle das jetzt bloß deswegen, weil mir so manchmal die Galle hochkommt, wenn ich mir höre, was heute in der Diskussion um Flucht und Vertreibung in der Bundesrepublik los ist. Hier wird im Prinzip ja niemand derartig nahe getreten und nur wenig an Transfer geleistet. Trotzdem gibt es ja also einen enormen Hass und Neid. Die Frage ist nun die, es gab eine Asylwelle, die größte vor der von 2015 folgende, das war die im Zusammenhang mit dem Jugoslawienkrieg in den 90er Jahren. Wenn ich mich recht erinnere, gab es damals 450.000 Flüchtlinge und zusätzlich aber kamen noch diese ganzen Russleuten-Deutschen nach dem Zerfall der Sowjetunion, das waren auch nochmal mehrere hunderttausend, also ich schätze mal so 700.000 und wenn man das vergleicht mit den heutigen Zahlen, dann liegt das nicht so sehr darunter. Meine Frage ist die, haben Sie eine Erklärung dafür, wieso heute diese Fremdenfeindlichkeit so überhand nimmt und wie Sie auch organisatorisch doch enorme Gefäße erzeugt in Form von Bewegungen wie Pegida oder Parteien wie AfD, ganz zu schweigen von der FPÖ
in Österreich. Ja, das war meine Frage. Ja, danke. Tut mir leid, dass Sie so lange warten mussten. Ich versuche kurz zu antworten, damit möglichst viele andere auch noch was fragen können. Ja, vielleicht erstmal zum letzten Punkt. Ja, die Belastung war damals sehr groß. Übrigens 2015, weil Sie jetzt sprachen so von verschiedenen Gruppen, die da so kamen und kommen, 2015 gab es mehr Arbeitsmigranten aus anderen Staaten als jetzt Flüchtlinge aus dem Nahen Osten. Ja. Ist auch interessant, wird oft vergessen, was eigene Herausforderungen und Probleme schafft. Damals, Anfang der 90er, gab es auch parallel mehrere Gruppen, die in großer Anzahl kamen. Spätaussiedler, vor allem aus der ehemaligen Sowjetunion, millionenfach. Und dann kamen noch Asylbewerber aus allen möglichen Ländern, auch sehr viele. Und dann kamen eben die Kriegsflüchtlinge aus Jugoslawien. Aber ich würde mal sagen, die Fremdenfeindlichkeit, die war damals auch sehr beachtlich. Mölln, Solingen etc., das fällt alles in die frühen Rostock, in West- und Ostdeutschland. Heute ist es ja so, dass immer mit dem Finger gerne auf den Osten gezeigt wird. Damals war es so, dass eben auch Häuser brannten mit diversen Todesopfern. Und Schwandorf, also verschiedene Vorfälle, stehen alle im Buch. Also insofern gab es damals auch diese Fremdenfeindlichkeit als Gegenreaktion. So gesehen ist es, glaube ich, leider nicht so neu. Ein Unterschied liegt vielleicht daran, da gab es noch eine doch viel aktivere Erinnerung an den Nationalsozialismus und andere Hemmschwellen. Gerade in Österreich, als Haider damals sein Ausländervolksbegehren gemacht hat, da gab es wirklich Gegenmaßnahmen und Proteste und Lichterketten und sonst was. Und das ist ziemlich kläglich gescheitert, auch wenn es dann den Diskurs leider doch beeinflusst hat. Und heute, tja, das ist halt doch fast eine Generation länger her und entsprechend geringer ist die Sensibilität. Ihre Anmerkung zu den 50er Jahren, ja, da haben Sie recht. Da gab es Integrationsmaßnahmen, die sozusagen gezwungen aufgezwungen waren. Auch der Lastenausgleich wurde mit einer Vermögensabgabe quasi besteuert, sodass die Einheimischen wirklich auch etwas abgeben mussten. Nun hatte man eine andere Legitimationsgrundlage, nämlich Hilfe für die Vertriebenen, dann schon klar erklärt, als das sind doch die eigenen Landsleute, denen muss man helfen, auch wenn die in den 40er Jahren häufig begrüßt wurden als Polaken und Schuschen und sonst was und sich die Menschen natürlich nicht gefreut haben, wenn sie die Wohnung teilen mussten, was kein Einzelfall war, gab es sehr häufig. Aus verschiedensten Gründen übrigens, auch hier in der sowjetischen Besatzungszone in der DDR. Also insofern gab es dort ganz andere Lasten und Lastenverteilungen, das ist richtig. Und man soll daher die damaligen Konflikte nicht kleinreden. In der Hinsicht habe ich das geschrieben. Ob das Buch Sie dann überzeugt, so viel Geschichte zwischen zwei Deckeln, das vermag ich nicht zu sagen. Das ja, wird sich weisen. Es ist nicht ganz so ambitioniert wie das andere Historiker. Dirk Hörder hat Cultures in Contact geschrieben, eine globale Migrationsgeschichte über 10 Jahrhunderte. Mhm. Das Ganze aber bei 1000 Seiten. Ja, das ist aber auch sehr gut. Ja. Vielen Dank. Wilfried Preibsch, Privatier, Rentier und 40 Jahre Arbeit als Lehrer in Kreuzberg mit vielen Gastarbeiterjugendlichen. Der Begriff der sozialen Mobilität, den Sie als, sage ich jetzt mal so, als Hoffnungsschimmer, als Wunsch geäußert haben, ist ja im Lichte der Schriften zum Beispiel von Sigmund Baumann, der gesagt hat, die Jugend wird nicht in eine Zukunft gehen, sondern sie wird schlechtere Möglichkeiten haben als ihre Elterngeneration. Sie können in Bades Arbeit, die Sie ja auch zitiert haben, sehen, wie die Migration in die USA ging, weil dieses Land einen Traum anzubieten hatte, zu dem Noam Chomsky jetzt das Requiem geschrieben hat. Das heißt, die Bundesrepublik hat eigentlich nie einen Traum angeboten, das weiß ich aus meiner Arbeit mit den Jugendlichen. Mhm. Ein Aufstiegstraum selbst derjenigen, deren Eltern über das Gastarbeiterabkommen kamen. Die Frage ist eher, woher nehmen Sie die Überzeugung, an soziale Mobilität zu glauben, insbesondere unter der Bedingung, dass die einzige Institution in diesem Land die Schule ist?
die diese soziale Mobilität herstellen sollen. Wir können aber aus den Statistiken sehen, wie sehr die Obermittelschichten fliehen in die sogenannten Privatschulen, von denen sie meinen, sie seien besser als Haltung. Und wir können aufgrund der katastrophalen Bildungspolitik der letzten Jahre, die eindeutig neoliberal also konturiert ist, sehen, dass die Investitionen in diese Institution unter diesem Aspekt der sozialen Mobilität längst aufgegeben worden sind. Die Frage, woher gewinnen Sie Ihre Überzeugung? Ich kann eine kurze Antwort geben. Ich glaube nicht an soziale Mobilität, sondern ich fordere sie. Und ich versuche aufzuzeigen, wann und wo es sie gegeben hat. Natürlich, das wäre ein eigenes Buch. Ja. Und über, wenn man so will, die Systemkrise des Westens oder auch das, was wir mal soziale Marktwirtschaft nannten oder des Sozialstaats. Und da haben Sie mit Ihren kritischen Anmerkungen natürlich völlig recht. Natürlich, jede PISA-Statistik zeigt das. Und da gibt es viele Probleme. Aber ich glaube schon, dass das ein Schlüssel ist. Ja. Wie auch immer der dann verlaufen, wie dieser Schlüssel auch immer aufgesperrt werden mag, häufig ist es so, dass die soziale Mobilität auch dadurch ermöglicht wurde, dass dann schon wieder neue Gruppen kamen. Ja. Also doch auch eine ganz andere Mobilität der Gesellschaft in dieser Hinsicht. Also dass die früheren Außenseiter quasi durch die Ankunft neuer dann aufsteigen oder sich verstärkt integrieren. Ich bin nicht optimistisch, ich bin auch nicht naiv. Gleichwohl, wenn Sie jetzt sagen, Kreuzberg, ich habe auch lange Jahre in Berlin gearbeitet, hatte eine Wohnung von 1993 bis 2007 und ja, in der Nähe des Wedding, aus verschiedenen Gründen kann ich ein bisschen Türkisch und ja, naja, natürlich gibt es dort ganz viele Probleme und da gibt es genau das nicht, diese Hoffnung mal aufzusteigen und das ist ein gravierendes Problem. Aber wenn man jetzt zum Beispiel die Gastarbeiter nimmt, da gibt es ein wirklich sehr gutes Buch von Karin Hund. Ja. Das reicht bis in die Mitte der 90er und dann habe ich einfach aus dem SÖB und verschiedene Untersuchungen mir die gewissermaßen zeithistorischen Daten zusammengesucht, gibt es schon auch Aufstiegsprozesse unter dieser türkischen Minderheit und es ist ganz typisch, dass man bei Migranten jeder Art eigentlich immer über den harten Kern spricht, der zurückbleibt, in so Vierteln wie im Wedding, und viel weniger über die, die tatsächlich aufsteigen und schon unsichtbar geworden sind. Ja. Also die zum Beispiel aus dem Wedding nach Charlottenburg gezogen sind oder aus Duisburg-Maslow nach Düsseldorf. Und die gibt es halt auch. Also es gibt ein Ausfranzen dieser Gruppe nach oben, eben die genannte mittlere Oberschicht. Und es gibt gewissermaßen das Ausfranzen zur Seite durch verschiedene Subgruppierungen, Aleviten und viele andere. Und deswegen, naja, würde ich sagen, ist das Glas immer noch halb voll, zumal man ja hier bedenken muss, man spricht jetzt immer von der dritten Generation, aber vielleicht ist es auch ein bisschen irreführend, weil eigentlich doch bis ja, 20 Jahre fast nach diesem Anwerbeabkommen mit der Türkei überhaupt unklar war, ob man überhaupt die integrieren will, ja, eigentlich eher nicht. Und also insofern beginnt die Zeitrechnung doch eigentlich eh erst mit der zweiten Generation. Und dann gibt es noch einen anderen soziologischen Faktor, das Nachholen von Familienangehörigen, beziehungsweise von Frauen, aber auch von Männern. Und das schafft wieder eigene Probleme. Nun hat man Satellitenfernsehen, hat seine Auswirkungen, jetzt neue Medien. Trotzdem würde ich sagen, ist die Geschichte offen und insofern bleibe ich Optimist, trotz allem. Ja, vielen Dank für den luziden Vortrag. Und ich möchte jetzt gleich an diesen letzten Aspekt anknüpfen, also Ihr Stichwort oder Ihre Hoffnung, soziale Integration und die Bemerkungen von dem teilnehmenden Lehrer aus Kreuzberg. Und ich möchte noch an einem anderen Punkt anfangen, der aber dazu passt. In einem Interview, einem Radiointerview mit verschiedenen jungen Menschen aus verschiedenen Ländern, meist türkischen, fragte ein Automechaniker einfach, ja, wohin soll ich mich denn integrieren? Und ich fand das so genial, dass er diese Frage gestellt hat.
Denn es wird ja in unserer Gesellschaft in der Regel immer nur gesagt, die sollen sich integrieren. Aber er hat doch recht, wohin denn? Wenn er irgendwo in einem bayerischen Dorf ist, dann wird er sich vielleicht anders integrieren als hier in der Stadt. Ja. Es kommt auf den Hintergrund an, der ihm überhaupt den Aufstieg ermöglicht. Wenn man an Cem Özdemir oder andere denkt, wie viele gut qualifizierte Junge und irgendwie in der Politik, aber auch sonst wissenschaftlich tätige Menschen mit Migrationshintergrund gibt es denn überhaupt? Das wird überhaupt nicht in dieser Vielfalt, in dieser Zersplittertheit thematisiert. Das sollten Sie als Historiker vielleicht auch an die Politiker herantragen. Ja, also ich bin ja zum Glück nicht politikberatend. Das würde mich völlig überfordern. Sie haben es ja vorhin gemerkt. Ja. Ich hatte da nur so begrenzte Antworten, ja, weil ich das zum Glück auch nicht tun muss und ich jetzt wahrscheinlich in Österreich nicht so wirklich gefragt würde. Das ist eine sehr wichtige Frage, die Sie stellen. Wohin? Ja. Genau. Welches Angebot gibt es? Die Frage muss man in der Tat stellen. Ja. Die kann ich jetzt natürlich nicht beantworten, aber die Frage wird viel zu selten gestellt. Warum? Weil Integration immer mehr als eindimensionaler Prozess verstanden wird. Die sollen sich integrieren und auch an das Ziel nicht gedacht wird, weil dann müsste man über die anderen oder Mehrheitsgesellschaft, weiß ich nicht, über die müsste man dann ja auch debattieren. Und darin liegt in der Tat ein großes Problem. Und wie defizitär das reflektiert wird, kann man an dieser immer in lustigen Zirkeln wiederkehrenden Leitkulturdebatte erkennen. Wenn jetzt endlich einer ausspräche, so, wir meinen die Nationalkultur, die nämlich in Wahrheit gemeint ist, ja gut, dann könnte man doch einen Kanon vorgeben und, was weiß ich, halt das Übliche, de Maizière ist Protestant, naja, also Sonntag, Mittag, Nachmittag, Bachkonzert, brandenburgische Konzerte, unter der Woche Wagner, ein bisschen Schiller, ein bisschen Goethe. Na gut, dann könnte man das mal vorschlagen, ja, und dann mal schauen, wer sich denn wie dazu verhält. Ja. Und in Österreich, na gut, schauen wir mal, was da so käme. Ja. Da kann man auf den Einbürgerungstest schauen, das ist sehr hübsch. Ja. Prinz Eugen, er für Türken. Eine interessante Figur. Maria Theresia und solche Sachen. Ja. Und dann ist die Frage, wie das denn eigentlich wirken würde, wohin. Und da liegt in der Tat ein Hund, liegen viele Hunde begraben. Ja. Ja, aber man muss auch sagen, also bei denen, die aber auch, ich würde sagen, die großen Integrationsbefürworter denken nicht immer darüber nach. Also dass zum Beispiel vielleicht ein gewisser Widerspruch liegt zwischen großer Offenheit, möglichst viele Migranten und dann aber gleichzeitig angesichts der Genderverteilung derer, die kommen und der Genderwerte, dass es dann vielleicht ein Problem mit Gleichberechtigung gibt, daran denken auch nur wenige. Und ansonsten mit so Integrationserfahrungen. Also ich weiß von einer Kollegin an der Universität Wien, die zu ihrem, die betreibt jüdische Geschichte, deswegen sind da in jüdischen Lettern verschiedene Veranstaltungshinweisen an ihrer Tür. Meldet sich für diese Beratung von Flüchtlingen, sind viele wieder umgekehrt, wollten sich von dieser Kollegin gar nicht erst beraten lassen, Schulerziehung, Syrien, Irak und andere Länder, entsprechende Feindbilder geherrscht haben, also Israel Erzfeind, und da geht man da gar nicht erst hinein. So, das gibt es auch. Und da gibt es viele Widersprüche, die man auch debattieren kann, wobei man die wahrscheinlich mehr davon erfahren würde, wenn die gekommen sind, eine Stimme hätten. Was man dann zu hören bekäme, wäre sicher konfliktfördernd, aber vielleicht auf die Dauer ehrlicher, als hinter irgendwelchen Hülsen zu verstecken. Wie viele Fragen haben wir im Publikum? Eine haben wir jetzt. Wann werden die herausgeschmissen? Die Bühnenarbeitergewerkschaft, die preußische? Das dann unten, dass man weitergeht.
Ach so, okay. Wir haben gerade erst die 90 Minuten. Okay. Ulrich Gundert, ich bin interessierter Staatsbürger. Mhm. Wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie, dass die meisten Einwanderungsgruppen eigentlich sehr positiv in die zugewanderten Gesellschaften gewirkt haben. Ich meine, das Positivste, was man diesbezüglich hier hört, ist ja, dass die Arbeitgeber sich darauf freuen, dass sie neue Arbeitskräftereservoir haben. Aber warum tut eigentlich das, was tatsächlich dahinter steckt, eigentlich gar keine Rolle spielen? Also dieses Narrativ, dass es eben sehr positiv oft gewirkt hat, diese Einwanderungs-, ich sage jetzt Welle, obwohl ich das Wort eigentlich nicht mag in dem Zusammenhang, weil das eben diese Bedrohung gleich wieder impliziert. Aber warum kommt diese positive Entwicklung, die Sie offensichtlich erkannt haben, gar nicht im Gespräch oder im Diskurs hier in Deutschland vor? Sollen wir sammeln? Oder? Nehmen wir noch eine zweite Frage dazu, ist vorne rechts. Rico kommt, einen Moment. Ja, Christa Ebert, ehemals Universität Viadrina, Frankfurt-Oder. Es gehört ein bisschen dazu mit der Integration. Du hast am Anfang angekündigt, dass du erforschen möchtest, auch in diesem Buch, ob es bestimmte Zeiten gibt, die günstig sind für Integration. Hast aber dann nichts weiter dazu gesagt. Kannst du dazu was sagen? Warum ist jetzt vielleicht dann auch, warum ist jetzt die Zeit offenbar nicht günstig für Integration? Und noch eine dritte Frage und dann geht das Wort an dich. Ja, ich wollte auf ein paar Dinge eingehen und anknüpfen. Erstmal Karl-Heinz Niedermeyer, Fachausschuss Internationales, SPD Berlin. Also erstmal die positiven, möglichen positiven Wirkungen, das Wirtschaftliche und so weiter, das wurde ja erstmal ziemlich betont, gerade als da diese Zeit der Willkommenskultur war. Und dann hat sich ein Problem ergeben, dass nämlich die Flüchtlingsbewegung aufgezeigt hat, dass die Möglichkeiten der eigenen Gesellschaft, eigenen Wirtschaft und so weiter, der Modernisierungs-, dass da ein riesen Modernisierungspotenzial da ist, was vorher nicht genutzt wurde, was erst angestoßen wurde durch die Fluchtbewegung. Und dann kamen solche Einwände auf, für die ist auf einmal Geld da, auf einmal werden Wohnungen gebaut, auf einmal werden die Schulen modernisiert, es gibt die Chance, dass bestimmte aussterbende Dörfer wieder ihre Schulen erhalten können und so weiter. Warum hat man das alles vorher nicht gemacht? Und das ist vielleicht auch immer wieder ein Anstoß, dass solche Zuwanderinnen und Zuwanderer Erneuerungen anstoßen. Also man darf das jetzt, glaube ich, gar nicht quantitativ als Bilanz ziehen, dass man sagt, da hat man so und so einen Gewinn davon, sondern diese ständige Erneuerung, die die Gesellschaften erfahren, natürlich auch nach dem Zweiten Weltkrieg durch die Fluchtbewegung aus dem Osten, das ist vielleicht ein ganz wesentliches Moment, was man da mit bedenken sollte. Ja, also die letzte Frage, die nehme ich jetzt fast als Anmerkung und stimme sozusagen zu. Genau. Plötzlich entdeckt man den sozialen Wohnungsbau wieder. Man kann sich natürlich fragen, wieso man so lange dafür gebraucht hat. Aber diese Anstöße gab es früher schon und vielleicht gibt es die im positiven Sinne wieder. Wobei in der Tat in einem Sozialstaat, sozialstaatliche Systeme, glaube ich, haben immer ein Problem. Immer dann, wenn sie Maßnahmen setzen und im Buch zum Beispiel kommt zu einer Quelle 56 Freifahrscheine für die Ungarnflüchtlinge in Wien bei der Straßenbahn, kommt natürlich immer die Frage, warum die, warum wir nicht? Also in dem Moment, wo es Sonderleistungen gibt, das kann man auch durch die Geschichte durchziehen, taucht halt diese kritische Frage auf. Ja. Ist die berechtigt, die Frage? Ich würde sagen, Fragen sind immer berechtigt. Polemiken in der Hinsicht, so Neiddebatten, die gefallen mir nicht, aber die haben wir jetzt in verschiedenen Wahlkämpfen erlebt. Ja, das Problem ist, die entfalten ihre eigene Wucht und ihre eigene Dynamik. Das ist die Krux. Und in den sozialen Medien noch viel mehr als sozusagen in der ersten Öffentlichkeit, in der traditionellen Printmedienöffentlichkeit. Oder jetzt auch hier, da gibt es eben dann noch ganz andere Menschen, die sich da äußern und leider treffen diese Öffentlichkeiten kaum noch aufeinander, um das irgendwie auszuhandeln oder auszutarieren, auch im Servicefall.
Schlechte Zeiten, gute Zeiten, die Frage von Christa Ebert. Ja, das stimmt, jetzt bin ich gar nicht mehr so drauf eingegangen. Das bezog sich erstmal auf die Fluchtwege. Also wann werden die abgeriegelt und wann auch eher nicht. Da spielt natürlich auch eine Rolle, welche Kontrollmöglichkeiten gibt es überhaupt. Das Zweite war dann eigentlich eher nach der Ankunft und gut, das ist vielleicht so ein bisschen fast schon, es mag wie eine Tautologie wirken. Natürlich fällt so eine Aufnahme, die Integration viel, viel leichter, wenn es in der Phase eines Wirtschaftsaufschwungs passiert. Also jetzt in der Nachkriegszeit, die große Aufschwungsphase, das Wirtschaftswunder, Trente Glorieuse, auch in anderen europäischen Ländern, die haben damals Millionen von Flüchtlingen aufgenommen, ohne dass diese immer so benannt wurden. Und damit fiel das natürlich leichter und da auf die heutige Zeit bezogen, in einer Zeit, wo sehr viel technisiert wird, automatisiert, rationalisiert, tut man sich natürlich schwerer. Also ich glaube, da soll man auch nicht blauäugig sein und sozusagen immer jede historische Periode in ihren eigenen Umständen und in eigenen Möglichkeiten sehen. Aber es hängt natürlich, ich bin jetzt irgendwie sozioökonomischer Reduktionist, ja. Es hängt nicht nur davon ab, siehe Verhalten reicher Länder, jetzt 2015, Dänemark beispielsweise, ja, versus Deutschland oder dieses komische Kippen halt in Österreich. Das hat nicht nur mit wirtschaftlichen Gegebenheiten zu tun. Meine Befürchtung sozusagen mit den schlechten Zeiten, es gibt eben so Wellenbewegungen, naja, also mittlerweile gibt es verschiedene Probleme. Also erstens natürlich wirklich diese Strukturveränderungen in der Wirtschaft. Zweitens, ja, das, was immer noch Sozialstaat genannt wird, aber eben selten sehe die erste Frage so noch funktioniert, wo man ja wirklich fragen muss, was ist das überhaupt noch? Drittens gibt es natürlich auch so etwas wie mediale Veränderungen, aber ja, andererseits operiert man heute mit einem ganz anderen Wohlstandsniveau. Niemand musste unter freiem Himmel schlafen 2015. Es gibt einen Fachkräftebedarf. Ja, also von da, und das führt jetzt zur ersten Frage eigentlich, mit diesen Debatten, auf was Sie letztlich, also ich interpretiere, ich denke mal Ihre Frage weiter. Der Punkt ist eigentlich der, dass man das eben unter utilitären Gesichtspunkten betrachten kann, aber selten getan hat, eigentlich eigenartig. Seit den 70er Jahren überwiegt diese sehr stark normative Sichtweise auf Flüchtlinge, vielleicht sogar in mancher Hinsicht auf Migrationsthemen. Und vielleicht auch deswegen, weil man sie dann aufgrund der Wirtschaftskrise im Westen, Ölkrise etc. auch nicht mehr so brauchen konnte. Vielleicht war das auch eine Reaktion darauf. Aber seitdem überwiegt eigentlich so ja, dieser normative Zugang. Und das kann eben kippen. Ja, Normen sind immer veränderbar und je nach politischen Großwetterlagen werden sie halt auch mal anders diskutiert. Und insofern wäre also mehr Utilitarismus vielleicht auch ganz gut, also gerade jetzt in der gegenwärtigen Debatte. Andererseits, das sind auch so Pendelbewegungen, zum Beispiel in der Zwischenkriegszeit, warum ist es dann so gekippt in den 30er Jahren, dass Flüchtlinge so massenhaft abgewiesen wurde? Das hing, Stichwort USA, klassische Einwanderungsländer, damit zusammen, dass die nur nach utilitären Kriterien gehandelt haben. Also da gab es bei diesen Kontingenten, Einwanderungsquoten, gab es keinen Platz für Flüchtlinge. Das ging nur nach den Interessen der Aufnahmeländer und den Qualifikationen der Flüchtlinge. Deswegen Juden überwiegend städtische Siedler, Antisemitismus kam auch noch hinzu, kann man eigentlich nicht brauchen und dann wird die St. Louis zurückgeschickt, Quote erfüllt, ja, also obwohl man da schon ein bisschen offener war. Also dieser Utilitarismus, dieser alleinige, hat ja auch entsprechende Folgen. Aber es sind so Pendelbewegungen. Ja. Es ist dann Richtung Normativismus geschwenkt und vielleicht sollte man beides zusammendenken. Aber dann tun sich, das ist nicht einfach, hier war ein Philosoph, der gefragt hat, ja, dass, also wenn man das dann näher bedenkt, dann wird es sehr schnell doppelbödig. Man weiß nicht, wer unter welchen Gesichtspunkten für was argumentiert. Aber man kann dann gespannt sein jetzt auf die kommende Debatte in diesem Einwanderungsgesetz. Ich bin mal gespannt, was da wie debattiert werden wird und wo dann die Flüchtlinge eigentlich
landen oder auch eingespeist werden. Hoffentlich kommt was Gutes dabei raus. Ich glaube, da ist zum Teil eine gefährliche schiefe Ebene dran, wenn man die Debatte zwischen Nutzenorientierung oder meinetwegen auch Utilitarismus aufmacht auf der einen Seite und Humanitarismus oder humanitärer Migration auf der anderen und die Schablone auf Flüchtlingsmigration anwendet. Mhm. Flüchtlinge kommen nicht, sind keine Kategorie von Zuwanderern, die kommen, um dem Aufnahmeland erstmal prima facie zu nutzen. Die kommen, ja, weil sie Schutz brauchen. Genau. Das ist völkerrechtlich kodifiziert. Genau. Und das muss man irgendwelche Solidaritätsformen haben. Man kann sozusagen die Nutzenorientierung in dem Moment, glaube ich, reinbringen. Das wird politisch diskutiert, wenn es um sowas wie Statuswechsel oder Spurwechsel, heißt das im technischen Deutsch, geht, bei Leuten, die abgelehnt worden sind, die eine Qualifikation haben und die arbeitsmarktkompatibel sind. Das ist eine hochstrittige Sache in der Migrations- und Integrationspolitik. Weil ich würde dafür warnen, sozusagen utilitaristische oder nutzenorientierte auf Flüchtlinge und umgekehrt humanitäre Kategorien für sozusagen alle anderen Migranten, die aus Arbeitsmarktgründen oder auf welchen Gründen auch immer kommen, anzuwenden. Die Kategorien würde ich schon trennscharf halten wollen. Das reicht auch über das Buch sozusagen hinaus. Aber es kam jetzt eben in der Debatte auf, durch diese Frage, und da kann man jetzt sozusagen weiterdenken. Ich habe nur mit diesen gute Zeiten, schlechte Zeiten, also habe ich mal so ein paar so, naja, Messstäbe in dieses Buch, in diese Geschichtsverläufe eingesetzt, um das zumindest mal anzusprechen, weil es da eben Gewichtsverlagerungen gibt. Ja. Aber letztlich, das ist dann eine philosophische Debatte. Und wie gesagt, mit vielen Untiefen, deren bin ich mir schon bewusst, aber das ist mehr so für den Zweck der Debatte, nicht unbedingt, um jetzt auf das Buch hinzuweisen. Für die Verfilmung des Buches wäre gute Zeiten, schlechte Zeiten natürlich ein exzellenter Titel, wenn er nicht schon vom Privatfunk vergeben wäre. Aha. Ich sage herzlichen Dank an Philipp Theer, an das Publikum für eine rege Debatte. Entschuldige mich für eine etwas zu lange Debatte hier auf dem Podium und an das Einstein-Forum, das solche Podien, Auseinandersetzungen, Buchvorstellungen, Buchpräsentationen möglich macht, in einem geschützten, politisch interessanten Rahmen. Mischa hat Wein versprochen. Richtig. Bevor ich Sie aber nun alle ins Erdgeschoss entlasse, um die Diskussion dort bei Käsestangen und Wein fortzusetzen, möchte ich mich natürlich zuerst sehr herzlich bei Philipp Theer bedanken für den Vortrag und die Antworten und bei Rainer Odiger für die Gesprächsleitung. Und ich möchte Sie am Ende auch noch einmal auf die kommenden Vorträge in dieser Reihe vor allem hinweisen. Wie gesagt, Susan Neiman im November und dann Felix Ackermann Anfang Dezember. Wenn Sie das Programm noch nicht kennen oder nicht haben, nehmen Sie sich unten eins mit. So, und jetzt können wir Wein trinken. Applaus